Wenn man so die letzten 40 Jahre in der Bad- oder in der Sanitärhistorie mal verfolgt, hat sich das Bad ja enorm gewandelt. Früher war es ein zweckmäßiger Raum. Heute wird das Bad immer mehr zum Platz für andere Aktivitäten. Es hat ganz andere Anforderungen an Funktionalitäten, Wellness, Wohlfühlen. Wir haben hier Blogger ausgewählt, die verschiedenste Zielgruppen haben. Es gibt reine Männerblogs, es gibt spezielle Dinge für Frauen. Also letztendlich ein ganz bunter Strauß und deswegen ist diese Vielfalt und das Ergebnis auch so umfangreich. Unsere Gäste erwartet. Das Thema Lagom. Survival Training. Ich freue mich schon wahnsinnig auf meine Pyjama-Party. Networking. Mein Motto ist weniger als mehr. Last but not least dann ein Akustikkonzert. Ich hatte jetzt einfach mal Bock auf einen verrückten Abend, der so ganz anders ist als sonst. Sie sehen jetzt unser Dusch-PC. Hier haben wir auch noch Fernbedienung dazu. Wer möchte als erstes? Du machst jetzt den Popo sauber nach dem großen Geschäft. Ist jetzt gebucht? Ja. Dein Popo wird sauber gemacht. Du brauchst kein Klopapier mehr, kein feuchtes Klopapier mehr. Ach cool. Ich bin natürlich neugierig und gespannt, was mich erwartet. Ich bin ein großer Interieurlover und von daher hat mich das hier sehr, sehr gereizt. Ich habe noch nie das Dusch-PC getestet und dementsprechend bin ich mal gespannt, was da passiert. Da muss ich tatsächlich nachher drüber berichten. Ich habe ein wenig Respekt davor, das erste Mal diese Toilette zu benutzen. Also probiert's aus und sagt uns dann, wie es war. Ich mach das Ding jetzt mal an. Dann testen wir mal. Jetzt fühlt es wunderbar. Oha. Ausprobiert habe ich es heute tatsächlich das erste Mal. Also es ist natürlich erfrischend. Überraschend angenehm. Schön warm. Bisschen feucht von unten. Und dann war es angenehm, weil man so schön trocken geföhnt wurde. Das fühlt sich so toll an. Man braucht seine Hände eigentlich nicht. Toll. Also gerade Hygiene bei Frauen ist einfach mit den monatlichen Problemen echt ein Riesending. Finde ich richtig cool. Es ist einfach ein Stück weit Wellness für den Alltag. Und es ist eben nicht einfach nur ein Klo. Traumtag. Die Leute haben passt, die Musik hat passt. Perfekt. Sonne ist untergegangen, wir hatten super schöne Zeit hier. Es ist immer wieder toll, sich mit anderen Bloggern auszutauschen. Und es war hier die perfekte Location dafür. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, eines der besten Erlebnisse, die man auf Toilette haben kann. Liebes Geberit-Team, ich hätte gern so ein Klo. Absolut faszinierend. Meine Synapsen müssen das erstmal alles noch verarbeiten, die ganzen Eindrücke. Ich finde es spannend, das erlebt zu haben und freue mich schon auf die nächsten Events. Und Morgi Hocker bleiben.